Leute! Leute, wir sind zurück! Kingdom Hearts 358 und 2 Tage. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und... Ja, wir gehen ins Spiel. Ich habe keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich weiß nur, wir sind in Tag 155. Wir haben noch 2 Quests übrig, die wir machen müssen. Das werden wir jetzt auch tun. Und gucken, was dabei rumkommt. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Sammle alle Herzen und sammle alle Herzen. Alle anderen Quests haben wir, meine ich, fertig. Hier fehlen uns halt überall noch die Symbole bei denen hier zum Beispiel. Also hier fehlt auf jeden Fall eins und hier auch. Aber ohne den Doppelsprung oder sowas kommen wir das sowieso nicht dran. Also machen wir einfach weiter und machen sammle Herzen. Besiege gemeinsam mit Demix Herzlos in der Arena des Olymp und sammle Herzen. Besiege Herzlos und sammle Herzen. Nice. Los geht's. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wir sind heute auf Herzsammlung, oder? Ich bin nicht fürs Kämpfen gemacht. Die könnten mir ruhig mal eine Aufklärungsmission oder was Gewaltloses geben. In der Arena findet man sicher ein ganzes Rudel Herzloser auf einmal. Folge mir, Demix. Wir werden die Herzlosen hier drin finden. Okay, los geht's. Oh, sollen wir da einfach reinspazieren? Wird das nicht jemand sehen? Keine Sorge, wir sagen einfach, du wärst ein neuer Heldenschüler auf dem Weg zum Training. Vertrau mir, das wird schon werden. Warte, Training? Das hört sich nach Arbeit an und das bedeutet Schweiß und der ist eklig. Entweder das oder draußen bleiben. Ehrlich gesagt... Ja! Was? Wir trennen uns und bilden 2 Angriffsformationen. Ich kümmere mich um die Herzlosen hier draußen und du nimmst dir die drin vor. So können wir ein größeres Gebiet abdecken und noch mehr Herzen sammeln, oder? Vielleicht. Und während du Herzen sammelst, kann ich vielleicht ein Nickerchen machen. Was ist? Nichts. Alles gut, Roxas. Er will halt nur mal faulenzen, der Lappen, Alter. So, dann heißt es jetzt für uns kämpfen. Wir müssen ja eh alle Herzlosen besiegen. Das heißt auch die hier. Yes, easy. Gut, Demix, du verprügelst den mal. Ich sammle mal kurz die Truhen hier ein. Gibt nämlich genau 2 an der Zahl und die will ich gerne mitnehmen. Nicht, dass danach eine Cutscene kommt und wir können die nicht mehr mitnehmen. Das Einheitsabzeichen. Let's go. Sind wir gerade ernsthaft eingefroren worden? Lol. Brudi! Ach so, da ist eine Eiskanone, sehe ich gerade, lol. Töte die Riesenkanone, yes! So muss das sein. Diese Eiskanone geht mir auf den Sack, ne? Das war's. Easy going. Wir haben alle vernichtet. So, mehr... Oh, ne, da ist noch eine. Wer hätte das nur erwartet? So, die Eiskanone müssen wir dann leider... Leider müssen wir sie wegrasieren. Und tschüss. Sie konnte nicht mal etwas abschießen. Sie tut mir so ein bisschen leid, ne? So, dann einmal rein. Er ist nicht hier. Was? Mehr kannst du nicht? Und du nennst dich ein Helden? Das kommt von der Arena. Etwas mehr Leidenschaft. Konzentrier dich.
Okay, nächste Übung. Bleib in Bewegung. Bewegung, keine Pausen. Das kannst du besser. Puh, was für ein Sklaventreiber. Demix. Ich würde nach 10 Minuten heulen wegrennen. Bist du schon mit allen Herzlosen draußen fertig? Womit? Oh, ja, die haben sich mit dem Falschen angelegt. Ich bin früher fertig geworden, also wollte ich mal vorbeischauen und sehen, was du so treibst. Ich bin immer noch nicht fertig. Nein? Nun, kein Thema. Ich suche mir eine ruhige Ecke und entspanne ein bisschen. Der wird viel härter trainiert als ich. Warum wird er so angetrieben, wenn er so gute Arbeit macht? Ist er so viel stärker als ich? Okay, Herr, das war's für heute. Ruh dich für den nächsten Kampf aus. Hey, da ist ja mein Anfänger. Bereit fürs Training, Kleiner? Sag mir, wenn's losgehen kann. Okay. Super. Na? Alles klar, dann fangen wir mal an. Bist du bereit fürs Training, Kleiner? Nein. Geht gleich los. Ich wollte erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich wusste es. Damit haben wir schon mal alle drei Truhen. Aber sonst... sehe ich hier nichts. Dann können wir in die Arena gehen. Alles klar, dann fangen wir mal an. Ja, bin ich. Bewirf Herzlose mit Fässern, um sie zu besiegen. Ja, toll. Schon wieder? Das ist echt richtig uncool. Weil das halt leider gar nicht so einfach ist. Ihr müsst halt die Ketten am Laufen halten. Das ist mega kacke einfach. So, weil wenn einmal sowas passiert, dann ist die Kette meistens nämlich verloren. Ey, diesmal geht's gut vorwärts. Das ist gerade echt schlecht. Da habt ihr gesehen, schon ist die Kette futsch. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Schade. 150 Punkte, nicht schlecht, Kleiner. Gar nicht schlecht. Versuche nächstes Mal 200 Punkte zu erreichen. Wir müssen eh noch weitermachen. Willst du es nochmal versuchen? Ja. Nicht um die 200 Punkte zu machen, wir müssen noch einen Haufen Herzlose killen. Unten für, um die Mission komplett abzuschließen. Das war ein absoluter Fail, Alter. Was war das denn? Na, geht doch. Easy. Das war wieder mal gar nichts. Richtig schön schlecht. Das auch. Das war leider auch. Okay, das war gut. Das war kacke. Da haben wir noch ein Fass. Sehr gut.
Rudi, Alter! Na, geht doch! So, wir haben es fast geschafft. Einer fehlt noch. Oh, ernsthaft? Ziel voll daneben, ey, wirklich. Na, geht doch! Wir haben alles. Perfekt. Hui! 161 Punkte, nicht schlecht. Naja, ja, versuch nächstes Mal 200 Punkte zu erreichen. Nö, wir sind fertig. Nein. Gute Arbeit, das reicht für heute. Ich muss schon sagen, Kleiner, ich bin beeindruckt. Ich glaube, du bist soweit. Du kannst jetzt jederzeit an den Spielen teilnehmen. Wirklich? Yep, erstmal beim Pokal für Anfänger. Auch wenn du keinen vorderen Platz belegst, wirst du eine anständige Show abliefern. In der Zwischenzeit trainieren wir ordentlich weiter, damit du in Form bleibst. Wo wir gerade davon sprechen, wer war das, den du vor mir trainiert hast? Ach, Herk, ein weiterer Schüler von mir, ist schon eine Weile dabei. Warum lässt du ihn so viel härter trainieren als mich? Ist er so stark? Aber sicher, er ist ein Held, Kleiner. Du würdest ein solches Training nicht durchhalten. Und das ist nicht das Einzige. Was? Er ist etwas ganz Besonderes. Er ist vielleicht der Beste, den ich je trainiert habe. Ich setze große Hoffnungen auf ihn. Er wird mein Goldkind. Genug zu Herk. Kümmer du dich darum, für das Turnier in Form zu sein. Ich habe zwei Hinweise für dich. Essen. Schlafen. Trainieren. Vergiss nicht, ich setze große Erwartungen in dich, Kleiner. Arbeiten die Leute härter, wenn sie Erwartungen haben? Die Organisation erwartet von mir die ganze Zeit, dass ich harte Missionen erfülle. Sind Erwartungen nicht das gleiche wie Befehle? Nee, Roxas sind sie nicht. So, wir sind fertig. Hey, Roxas, fertig? Was? Ja. Was ist, Mann? Du siehst so seltsam aus. Was unternimmst du normalerweise für Missionen? Ich, hauptsächlich Aufklärungsmissionen. Keine Herzlosenjagd? Nein, sowas Anstrengendes mache ich nur selten. Aber wird das nicht von dir erwartet? Ha, sie kennen sich aus. Sie wollen, dass der Laden läuft und setzen darum das richtige Werkzeug ein. Und das bin ich, das richtige Werkzeug? Ist da drin irgendwas passiert, Mann? Nein, ich habe nur... nichts. Unsere Mission ist abgeschlossen. Kehren wir zum Schloss zurück. Tja. Und wir haben eine Stufe gekriegt. Nice. Missionsergebnis schließen. Tag 156. So, eine Mission haben wir noch. Gehen wir rein. Das ist die letzte Mission. Eine neue Welt. Besiege Herzlose in dieser neuen Welt und sammle Herzen. Nimm dich auch vor Saphir-Elegien in Acht. Blocke ihre Kopfnüsse, um die Oberhand zu gewinnen. Na dann los. Wunderland! Wonderland! Sehr geil, let's go! Oh, bei meinem Barthahn! Ich komme zu spät zu einer äußerst wichtigen Verabredung! Mein Gott! Ich darf Ihre Majestät nicht warten lassen. Ich komme zu spät, zu spät, zu spät. Keine Zeit, Tschüss zu sagen. Hallo, ich komme zu spät, zu spät, zu spät. Warum beeilt es sich so? Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Vielleicht solltest du das.
Ah, jetzt konnten wir unten gerade Sora sehen. Oh, ich bin so spät dran. Ich bin dermaßen zu spät. Ist es geschrumpft? Es hat aus der Flasche getrunken. Was? Wer? Hier unten. Ein sprechender Türknauf? Natürlich, und zwar ein ganz schön schläfriger Türknauf. Wenn du mich entschuldigst, ich würde gern weiter schlafen. Warte, du hast gesagt, es hat aus einer Flasche getrunken. Aus welcher Flasche? Aus der auf dem Tisch. Probier doch mal. Die meinst du? Vermutlich, aber jetzt würde ich wirklich gerne mein Nickerchen fortsetzen. Auf der mit dem blauen Etikett ist ein großer, schrumpfender Baum. Das wird bestimmt nichts. Wow, es funktioniert. Hey, das Kaninchen ist hier doch vor einer Minute durchgegangen, oder? Was ist hinter dieser Tür? Das werde ich wohl nicht so bald herausfinden. Okay, jetzt müssen wir erstmal die Truhen abchecken. Ein Feld. Oh, okay, nice. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was muss ich überhaupt machen. Besiege Herzlose und sammle Herzen. Da ist schon mal ein der Embleme. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz was gucken. Jetzt nicht, wie wir weiterkommen, aber was anderes. Bis gleich. Da bin ich wieder. War nur eine kurze Pause. Ich musste kurz was klären. So, weiter. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken, wo wir lang müssen. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Am Mr. Türknauf kommen wir wohl nicht vorbei. Nee. Müssen wir irgendwas anderes machen? Hier irgendwas? Ah! Die müssen wir besiegen. Das passt schon. Und einer weniger. Sehr gut. Aber es gibt hier noch mehr. Ziemlich sicher sogar. Habe ich mir gedacht. Die können sich teleportieren. Ach, das sind die Saphir-Le... Das sind diese Saphir-Dinger, ne? Wir haben auch schon die drei Truhen, das ist okay. Oh, Alter, die gehen mir ja jetzt schon auf den Sack, weil die sich die ganze Zeit teleportieren. Oh, das ist ja richtig furchtbar. War so klar, dass hier welche sind. Streifenarie, oh, die sind stark. Also nicht stark, aber... Die haben halt... Oh, meine Stufe ist gesunken. Was? Die können meine Stufen senken. Oh, nö. Nein. Meine Stufe ist wieder normal. Okay. Oh, Alter. Einer weniger, sehr schön.
Oh nee, jetzt ist meine Stufe um noch eine Stufe gesunken, Alter. Oh, ey. Das ist so ätzend. Oh, meine Stufe ist wieder normal. Lol. Oh, echt jetzt? Eine Schleichechse? Oh, geil, Alter. Oh, echt jetzt, Alter. Da hat er sich genau in dem Moment unsichtbar gemacht, wo... Wo ist das Ding? Da. Los, töte ihn, Rucksack! Au! Yes! Rückkehr erlaubt. Ja, wir haben hier alles. Gehen wir. Achso, wir müssen uns erst wieder groß machen, ne? Ich finde das so lustig, wie crisp das Spiel aussieht, aber sobald eine vorgerenderte Cutscene kommt, wird halt alles richtig pixelig, weil es halt vorgerendert ist. dagegen kann ich halt nichts machen. So, dann zurück zum Schloss. Ja, wir sind durch. Wo das weiße Kaninchen wohl hin ist, es hatte es ganz schön eilig. Perfekt, mal 3. Wir haben aber nichts Wichtiges da bekommen. Missionsergebnis schließen. Tag 171. Liebe. Neuer Eintrag im Rucksacks Tagebuch. Roxes Tagebuch. Alles gut. Los geht's. Lesen wir. Berichte. Roxes Tagebuch. Schmeckt nicht. Chion hat wenig Zeit und Axel scheint sehr beschäftigt. Ich habe alleine Eis gegessen, aber das ist nicht dasselbe. Es schmeckt einfach nur salzig und ich bekomme klebrige Hände, als würde ich es nur zum Selbstzweck essen. Ich habe bestimmt schon 100 Eis gegessen und immer noch keinen weiteren Gewinnerstil gefunden. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Chion nach den Bildern zu fragen, die mir durch den Kopf gehen. Ich weiß nicht, was ich deswegen tun soll. Okay. Nicht geil, aber wir... schauen erstmal bei Xigbar vorbei. Hey Kleiner, trainierst du auch hart? Darf ich zusehen? Erreiche in Mission 39 mindestens 130 Punkte, dann gibt's für heute einen goldenen Stern. Wie sieht's aus, Champ? Ich erwarte 130 Punkte in Mission 39. Ab ins Training. Mission 39, 130 Punkte. Wo war denn Mission 39? War das hier? Nee, das ist schon 45. 130 Punkte... 130 Punkte will er hier haben, okay. Oh ja, jetzt das ist so eine Wiederholungsmissionskacke, ne? Ah, okay. Da müssen wir leider erstmal die Dicken fertig machen. Das war's. Jetzt nur noch die Kanone. Ja, ja, ja.
Alter, die geht mir richtig auf den Sack, ne? Aua. Oh Mann. Sehr gut. Das waren erstmal alle. Ja, können wir überspringen, da es nur eine wiederholte Quest ist. Oh, ernsthaft? Wow! Ich habe vergessen, dass der gut reinzimmert, Alter. Vorsicht! Und wieder aufgepasst. Der haut mit dem Angriff nämlich richtig gut rein. Dieser Fettkloß, Alter. Und aufgepasst. Das war's. Puh. So, 130 Punkte will er haben. Ja. Das müsste doch zu schaffen sein. 130 Punkte nur. So schlecht muss man erstmal sein wie ich, Alter. Sehr gut. Oh, Alter, die treffen halt nicht, ne? Sehr gut. Damit ist die Kette leider aber schon wieder weg. Das ist schade. Sehr gut, damit haben wir die 130 Punkte. Passt. Das Schöne ist, wir brauchen ja auch nicht weitermachen, weil... wir die Mission ja schon gemacht haben. Ja, ja, der Rest interessiert uns hier gar nicht. Nein. So, gehen wir. Okay, passt. So, dann können wir bei Exigwa unsere Belohnung abholen. Bravo, Roxas. 130 Punkte. Hier, die Belohnung. Viel Spaß. Pyrostein. Nice. Da ist Axel. Shion, sie ist gegangen, Mann. Hast du sie schon wieder verpasst? Für Jagdmission bin ich nicht gerade geboren. Na, das glaube ich sogar. Brich auf, sobald du bereit bist. Beende die Herzlosenbedrohung. Gut, das machen wir klar. Das machen wir. Was für mich gleich für euch in 2 Tagen. Puh. Okay, Leute. Ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Puh. Im nächsten Part werden wir hier weitermachen. Wir haben eine Mission übrig.
Wir haben 130 Punkte bei diesem komischen Minispiel erzielt und zwei andere Missionen abgeschlossen. Mal gucken, wie es im nächsten Part weitergeht. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!